Spielen das hier ganz kurz mit. Wir reagieren so lange ganz kurz auf was und dann steht auch gleich die Map, okay? Wir schauen uns jetzt von Jan an, was sollen Menschen an deinem Grab über dich sagen. Hey Leute, willkommen zur neuen Fragenfolge. Diese Episode ist sehr, sehr schön mit sehr guten Fragen. Man sieht bei Jan so krass schon, dass er diese Haartransplantation gemacht hat, Alter. Sieht viel, viel besser aus. Hey Leute, willkommen zur neuen Fragenfolge. Deinen Eltern oder Geschwistern? Bestimmt. Erste Frage. Hallo. Hast du in manchen Bereichen krasse Ähnlichkeiten zu deinen Eltern oder Geschwistern? Bestimmt. Ja, aber will ich nicht zugeben. Meine Mutter hat... Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ziemlich Eltern bin, weil... Auch so eine komische Art an sich, dass sie, wenn sie ungeduldig wird, dass sie dann so einen komplett Ausraster fährt. Das habe ich auch. Das ist voll krass, meine Schrift ist einfach exakt dieselbe wie von meinem Vater. Oh ja, ich muss euch ein Bild zeigen. Könnt ihr euch noch an diese Face-App erinnern, wo man sich älter machen kann? Ja. Ich sehe einfach... Boah, krass. ...mach aus wie mein Vater, Leute. Crazy. Das ist unglaublich. Ja, beim Sitzen, da überkreuze ich immer die Beine. Mein Vater hat das immer gemacht. Was sollen die Menschen an deinem Grab auf jeden Fall über dich sagen? Die Menschen bei mir an meinem Grab sollen auf jeden Fall sagen... Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Menschen an meinem Grab sollen sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, Alter. Ich würde sagen, die Menschen an meinem Grab sollen sagen, er war reich und er war geil. So, dass ich zu leise bin, Alter. Dass ich zu leise bin. Ich bin zu leise. Das würde ich gerne hören. Der Ton ist zu dunkel, tut mir voll leid. Ich will gar nicht so ein klassisches Grab haben eigentlich. Ich würde gerne verbrannt werden und dann unter einem Baum vergraben werden. Oder? Ich will am liebsten ins Weltall geschossen werden, weil es die dekadenteste und teuerste Beerdigung der Welt ist und dann auch keiner Grabpflege machen muss. Oder ich lasse so ein ganzes Grab. Akani, du darfst jetzt hier nicht... Mann, du darfst hier nicht draufdrücken auf die Leertaste. Ich guck doch gerade ein Video. Ich würde sagen, dass ich ins Weltall geschossen werde, aber mitten im Grab, weil die Grabpflege dann für alle Leute noch teurer ist. Dann müssen die immer ins Weltall fliegen, um meine Grab... Mach mal ganz kurz meinen Ton ein bisschen lauter, Leute. Ist das jetzt leider so, aber ich glaube, so ist es jetzt besser. So soll es besser sein. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich würde sagen, mein Grab muss auf jeden Fall im Weltall sein und Leute sollen sagen, ich war schön. Wünschen, dass sie über mich sagen, dass es cool war, dass ich gelebt habe, weil ich irgendwas bewegt habe. Wie krass ich war. Das ist tatsächlich ganz gut, also dass ich etwas bewegt habe, dass ich einen bleibenden Einfluss auf irgendwen hinterlassen habe. Sei es ein schlechter oder ein guter. Im besten Falle dann auch ein guter Einfluss, ne? Das wäre ganz schön. Immer wenn ich zugegen war, die Leute sich wohlgefühlt haben und eine gute Zeit mit mir. Was ist da unten drin? Ist ab der alleine drin oder hat der eine Whisky-Coke-Flasche mitgenommen? Was sind die Erinnerungen an deine Kindergartenzeit? Meine prägnanteste und präsenteste Erinnerung an die Kindergartenzeit ist tatsächlich, dass ich als Indianer verkleidet durch den Kindergarten gelaufen bin und als einziges Kind komplett verkleidet im Kindergarten war und die anderen Kinder gesagt haben, Junge, was ist denn dein Problem? Ich dachte halt, dass es zur Indianerwoche eigentlich ganz gut passt und ja, deshalb dachte ich eigentlich, dass ich der Coolste im Kindergarten wäre. War ich aber nicht. Ganz im Gegenteil, ich war ein absolutes Opfer im Kindergarten. Das ist so eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall noch in die Kindergartenzeit habe. Money, sehr gerne mal danke für den 10 Euro, Bro. Dass ich gemobbt wurde. Das Ding ist, ich habe in Bayern gelebt zu der Zeit noch. Ich habe aber nur Hochdeutsch gelernt von meinen Eltern und ich war dann so der Ausländer, der sich nicht verständigen konnte mit den Kindern. Ich war nur ein halbes Jahr im Kindergarten. Und weißt du auch warum? Weil es ein katholischer Kindergarten war und ich war Muslim. Wir hatten einen Werkraum, da konnten die Kinder mit Holz arbeiten. Da habe ich einfach gelebt drin. Ich habe nichts anderes gesehen in diesem Kindergarten, nur diesen Werkraum. War geil. Wenn ich an den Kindergarten denke, muss ich immer daran denken, dass wir so Besen hatten, womit wir den Sand von einer Stelle zur anderen immer hin und her gewischt haben. So voll. Das klingt nicht nach einem normalen Kindergarten, aber vielleicht dann nochmal ganz kurz nachhören, ob bei dir alles gut gelaufen ist damals. Oh mein Gott, jetzt wo ich daran denke, da war ein Mädchen, dieser Kindergarten hatte so einen Kakerlakenbefall. Oh mein Gott, das Bild ist so widerlich. Die war da, hatte halt so einen Zopf, dann hatte die hier so ein, das waren keine Kakerlaken, die sind ja riesig, aber das waren diese Silberfische oder sowas, ne? Hatte die hier ein, ist dieser Silberfisch in diese Haare so. Würdest du sagen, dass du gut zuhören kannst? Überhaupt nicht, Alter. Ich bin der schlechteste Zuhörer der Welt. Ich muss mich richtig krass konzentrieren, jemandem zuzuhören, Alter. So viele Gespräche schon einfach komplett verbaselt, so verböselt irgendwie, weil ich es nicht hinbekomme, Alter. Ich bin leider Gottes kein guter Zuhörer, aber ich versuche daran wirklich zu arbeiten. aber mein ADD lässt es halt nicht zu. So, kein Plan. Also, ich glaube, Tobi ist nicht da, oder? Du, bin ich ein guter Zuhörer? Nee, oder? Ich hatte nicht zugehört. Ja, perfekt. So viel dazu. Was? Ja. Ja, sehr gut. Ja, schon. Ja. Nicht immer,
Tee ist auf jeden Fall ein guter Zubehör. Aber wenn ich mir Mühe gebe und mich versuche zu konzentrieren, dann geht das auf jeden Fall. Nee, es kommt schon auf den Inhalt an, was mir erzählt wird. Wobei ist das Handy deiner Meinung nach der größte Störer? Der Handy ist der größte Störer bei einer chilligen Runde mit den Jungs und man sitzt rum und talkt und das Handy klingelt bei einem oder irgendeiner fängt an, auf Reddit zu scrollen und so. Ich habe letztes Mal gesagt, wie insane wäre es eigentlich, wenn man ganz normal früher in einer Runde gesessen hätte und man hätte einfach einen Katalog rausgeholt und in dem Katalog angefangen, lustige Bilder sich anzugucken oder sich ein Witzebuch genommen. Das ist ungefähr so ein bisschen wie das mit einem Handy heutzutage mit Reddit und sowas. Ich mache es selber viel zu oft, aber mich stört der Handy immer. Der Handy, das ist klar, oder? Gerade bei so Konversationen mit Leuten. Fokus, Konzentration. Also ich habe das häufiger mal, dass ich irgendwas anderes eigentlich machen will, aber dann sagt etwas in mir, schau doch nochmal, ob auf Twitter irgendwas Neues ist. Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt, dort dann eigentlich mit dem Gegenüber dann halt sprechen sollte oder halt mit den Leuten, die da sind, aber man dann am Handy sitzt und da, keine Ahnung, YouTube guckt oder was weiß ich was. Zweisamkeit. Boah, safe in unserer Beziehung. Dadurch, dass wir tagsüber die ganze Zeit am Drehen sind oder Sachen organisieren und Anna noch fulltime arbeitet nebenbei, hat sich das bei uns so entwickelt, dass wir abends, wenn wir zusammen ins Bett gehen, nicht mehr so Zeit für uns haben, sondern beide am Handy hängen, um Nachrichten von Zuschauern zu beantworten. Boah, ich kenne das, Alter. Dieses, ich setze mich abends noch hin und arbeite alles am Handy ab, Alter. So ätzend, Mann. Dieses, ich antworte auf. Ich will jetzt nicht sagen, so, dass es so krass ist, aber ich kriege am Tag wirklich, wenn ich mal zusammenrechnen würde, am Tag empfangen mich locker 300 bis 400 WhatsApp-Nachrichten in verschiedenen Gruppen von Leuten, die mir tendenziell relativ egal sind, bis am Sack gehen. Zum Beispiel Tobi halt, wenn der nervt halt immer und schreibt mir halt. Der ist aber gerade gemutet zum Glück. Also ich bin nicht gemutet. Okay. Jedenfalls gibt es dann halt so viele Nachrichten. Ich gehe dann immer, neige dazu, einfach ein paar Sachen einfach bis abends offen zu lassen und die dann abends abzuarbeiten. Kotzt mich übertrieben an, Alter. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. E-Mails zu checken, da merke ich auf jeden Fall, dass so diese Zweisamkeit im Laufe der Zeit echt so zu kurz gekommen ist dadurch. Also mittlerweile auf jeden Fall in der Beziehung, das war am Anfang noch ganz anders. Da war der Fokus halt eher so auf uns, also dass wir die Aufmerksamkeit gegeben haben. Keine Ahnung, abends im Bett voll viel gelabert haben, nochmal einen Film geguckt haben. Gelabert habt ihr die ganze Zeit bumst ihr zwei Schwänze, Alter. Haben zusammen, ja, einfach wir im Fokus standen und nicht so ein Handy. Und das ist auf jeden Fall jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden. Deswegen, Leute, passend zu diesem Thema wollen wir euch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eine richtig geile Essen, was wir heute gegessen haben. Das ist kein Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Checkt es einfach mal aus, Leute. Würdest du dich selbst als sexuell aufgeschlossen einschätzen? Auf jeden Fall würde ich mich als sexuell aufgeschlossen einschätzen. Ich habe, glaube ich, da ein ähnliches Mantra wie T. Ich glaube, das ist so in unserem Kreis irgendwie so verankert, das hat auch Simon, glaube ich. Man schließt generell erstmal nichts aus und guckt halt einfach, was sich entwickelt. Und wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann mache ich das halt. Also klar gibt es da Grenzen. Ich würde niemals mit diesem, diesen Hund, ich würde ihn einfach mit der Faust, würde ich ihn schlagen. Also auf mentale Art und Weise ficken, weil er mich manchmal nervt. Aber ich würde zum Beispiel niemals halt ein Tier oder sowas oder halt Kindern oder sowas, da gibt es natürlich halt Grenzen. Aber ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr offen gegenüber allen Sexualitäten, allen sexuellen Orientierungen sind und auch super, super, aber halt schon sehr experimentierfreundlich auf jeden Fall. Also das gehört für mich einfach dazu. Und es wäre halt schade, wenn man in diesem Leben halt verschiedenste Sachen nicht gemacht hat, oder? Definitiv. Und Tier auf jeden Fall auch, holy shit. Toll, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wofür bist du am heutigen Tage dankbar? Dass ich lebe. Heute bin ich dankbar für das geile Essen, was wir heute gegessen haben. Ich bin dankbar, dass Akani, der hat heute einen richtigen Arschlochtag, Alter. Du sollst mich nicht nerven. Guck mal, ich fütter dich. Ich gehe mit dir raus. Und das Einzige, was du machst, ist die ganze Zeit in meine Finger beißen, weil du spielen möchtest. Ich verstehe das. Aber das Ding ist, ich habe heute keine Zeit zum Spielen. Es gibt Tage, da spielen wir viel. Und es gibt Tage, da spielen wir wenig. Weißt du, was ich meine? Und an manchen Tagen ist es leider so. Und ich weiß, dass du ein sehr, sehr junger Hund bist und wahrscheinlich auch gar nicht verstehst, was ich gerade mache. Aber es wäre echt nice, wenn du aufhören würdest. Du tust mir ja nicht mal weh. Weißt du, was ich meine? Du willst ja wirklich nur spielen. Ich verstehe das schon. Du magst mich und so. Du kommst doch immer wieder hoch zu mir und möchtest unbedingt kuscheln und alles. Aber du musst jetzt endlich aufhören damit, okay? Deshalb, Akani, sage ich jetzt nein. Nein. Sitz jetzt hier und dann ist das cool. Weißt du, was ich meine, Bro? Dass ich keinen Kater habe und dass ich liebe Menschen um mich habe. Dass wir ganz lange ausgeschlafen haben und danach zum Kühlschrank gegangen sind, der komplett gefüllt war für ein geiles Frühstück. Dass ich das machen kann, was mir Spaß macht. Jeden Tag bin ich dankbar dafür, dass ich den Scheiß machen kann, worauf ich Bock habe, Alter, und damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Shoutout an euch alle, Shoutout an den Chat. Shoutout auch sozusagen Prime in den Chat. Wenn du Yacht hättest, was wäre ihr Name? Jeder antwortet bestimmt sowas wie MSXY. Ich wollte das umgehen. Meine Yacht würde Chantal Cheyenne heißen, Alter.
Und ich würde direkt so eine, klar, natürlich eine Dieseljacht holen, Alter. Eine Dieseljacht, die extrem riesig ist, so. Auch sehr viele Generatoren drauf hat. Und den ganzen, das ganze Meer verseucht. Und aber dann in pink und grün gestrichen ist. Ganz, ganz hässlicher Farbkontrast. MS. No, God, please, no! Escalation. No! MSN. No! MS. MS. Oh. Karma. Goldente. Weil die Yacht von Dagobert Duck hieß Goldente und die fand ich früher immer richtig geil. Fabian, danke für die zwei Gifts. Die unordentlichste Person, die du je gesehen hast. Will ich nicht. Die unordentlichste Person, die ich je gesehen habe, ist, okay, ich war mal als in meiner Ausbildung war ich mal in einem Messi-Haushalt drin. Die Leute denken ja, sie wären ordentlich, aber dem ist nicht der Fall. Akani, guck mal. Ja, Mann, auf jeden Fall diese Messi-Person. Sagen ist voll gemein. Aber hab direkt im Kopf gehabt. Ich selbst. Ich. Die ich je gesehen habe. Ich und Jan. Jan und ich sind auf jeden Fall sehr unordentlich, das weiß ich, aber wir finden trotzdem immer alle Sachen. Genghis oder Anna? 50-50, ich weiß es nicht. Genghis ist doch schlimmer als ich, oder? 60% Genghis, 40% Anna. Auf welches Körperteil könntest du verzichten? Körperteil, wo ich verzichten drauf könnte, wäre auf jeden Fall mein Gehirn, damit mein Leben endlich auf. Nein. Ich könnte ganz gut auf meinen Schließmuskel verzichten. Du auch, oder Tobi? Ich würde es nicht versuchen. Okay. Irgendwas, was so richtig unnötig ist. Irgendwie braucht man alles, oder? Auf meine kleinen Zehen. Ja, so kleiner Zeh braucht man. Speckbauch. Kleiner Zeh braucht man so sehr, Alter. Sonst hat man keine Stabilität. Ist so wichtig, Mann. Ist ein Nippel auch ein Körperteil? Ach, Nippel. Nippel kann man. Nippel, einen Nippel weg. Wenn du einen erschaffen könntest, was würdest du mit ihm machen? Smash Bros. Zocken. Erschaffen könnte. Wenn ich was? Mein Speckbauch. Ist ein Nippel auch ein Körperteil? Auf den kleinen Finger. Wenn du deinen Klon erschaffen könntest. Ich würde meinen Klon zwingen, mit mir Sex zu haben. Ja. Was würdest du mit ihm machen? Zocken. Und Beatbox Tag Team. Ich würde alles mit dem machen. Jeden Tag. Ich weiß genau, was er mag und so. Ich würde immer eskalieren mit dem. In Urlaub fahren. Sau chillig mit mir in Urlaub zu fahren. So ein Dreier oder sowas wäre komplett krass. Ich habe mir früher, weil ich keinen Bruder habe, immer einen Bruder gewünscht, mit dem ich so losziehen kann und Sachen erleben kann. Ich glaube, ich würde mich als Bruderersatz nehmen. Zeig uns dein letztes Foto im Fotoalbum. Oh, da muss ich kurz gucken. Letztes Foto im Fotoalbum ist bei mir das hier, wo der Stream startet halt, also nichts Besonderes. Ah, das letzte ist hier eine Aufnahme von der Party von Revi im Moment, wie ich beatboxe. Ah, ja. Und ich Ärger bekomme, weil die Polizei schon da war. Von mir kriegt er sogar Ärger, Alter. Holy shit, so funny der Clip. Passt auf. Jetzt komme ich raus. Das ist kein egal. Nein, das kann ich nicht zeigen. Das ist von der Gruppe. Das ist mein letztes Foto. Das ist mein Adventskalender auf Insta. Fuck mir auf Insta, Freunde. Das Thumbnail von Victor. Leute, Anna ist von einer Party um 4 Uhr nachts gekommen. Und dann habe ich das aufgenommen. Und sie konnte sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern. Wenn du alt wirst, was sind die Fragen, die dir Kinder stellen werden? Was denkst du? Warum siehst du so aus? Was ist los mit den Tattoos? Was würden mir Kinder für Fragen stellen, Alter? Ich glaube, die erschreckendste Frage, die man bekommen könnte in unserem Alter, ist, warum habt ihr damals weggesehen und warum habt ihr nichts getan? Bezogen auf Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Das wird eine Frage sein, mit der wir uns leider Gottes auseinandersetzen müssen, die schmerzlich wird und deshalb können wir nur so viel tun, wie wir tun können, um das aufzuhalten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich krasse Frage. Oder warum hast du so wenig Tattoos? Weil in der Zeit dann alle so viele Tattoos haben. Bestimmt, wie ich Papa kennengelernt habe. Wie hast du es geschafft, so lange zu überleben ohne ein Gehirn? Die werden nach Geschichten fragen von Personen, die man im Leben getroffen hat. Hundertprozentig, wie das damals mit dieser komischen Plattform YouTube war. Weil die wird es da nicht mehr geben, das wird voll veraltet sein. Wenn es eine Sache geben würde, die du den Leuten zum Jahresende mitgeben könntest, was wäre das? Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Ja, Leute, ich finde am Jahresende, Alter, nutzt die Zeit mit eurer Familie, habt geile Weihnachten und tut mal das Handy beiseite, Real Talk. Ganz gut abgerundet zu diesem ganzen Thema der heutigen Folge. Achtet ein bisschen drauf, vor allem wenn ihr in einer Beziehung seid, dass ihr nicht so viel am Handy hängt. Konzentriert euch auf euren Partner. Ihr wisst nie, wie lange Zeit euch beiden noch bleibt, so. Das hört sich jetzt komisch an, ihr wisst aber, was ich meine. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Familie. Also bei mir in der Familie ist es so, meine Großeltern, die sind schon relativ alt und ich habe mal so überlegt, okay, wenn die ein bisschen mehr leben, als so die normale Lebenserwartung ist, dann haben wir vielleicht noch 10-mal Weihnachten zusammen und das ist voll der krasse Gedanke irgendwie. Umso wichtiger ist es, gerade in dieser Zeit, wo man mit der ganzen Familie mal zusammen am Tisch sitzt,
den Fokus auch da mal komplett auf die Familie zu legen. Safe. Und nicht die ganze Zeit aufs Handy zu gucken und so. Danke. Gut, Leute, das war's für dieses wunderschöne Video von Jan. Checkt's auf jeden Fall gerne mal aus. Küsschen geht raus an der Stelle hier. So.